Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem kleinen Counter-Strike Global Offensive Challenge Video. Das Ganze muss sich nicht nur auf Counter-Strike beziehen, aber es ist jetzt zweimal sehr ineinander gewesen. Dadosh habt ihr gerade schon gehört, ist natürlich auch mit dabei. Hello, hello. Dadosh, wie hast du das mit der letzten Bestrafung gemacht? Das kommt dann wahrscheinlich vor diesem Video. Okay, das ist jedenfalls der Plan. Ich weiß auch nicht genau, wann du das hochladen möchtest, aber das wäre der Plan. Okay, dann schaut euch das auf jeden Fall auch mal an, sofern das zeitlich gepasst habt. Ihr werdet bestimmt informiert werden. Die letzte Challenge kam sehr, sehr gut bei euch an. Wir variieren so ein klein bisschen, dass es nicht immer gleich ist. Wir könnten jetzt heute auch nicht wieder sowas machen wie, hey, lass uns nochmal eine Runde Counter-Strike spielen. Da würden die anderen schneller drauf kommen, dass wir eine Challenge machen. Deswegen erkläre ich erstmal heute, was wir heute machen und was die Bestrafung ist. Heute spielen wir 3 Runden Danger Zone, aber nicht zusammen im TS. Also wir gehen dann in einzelne Channel, beziehungsweise nehmen halt ohne TS auf und spielen aber trotzdem im Team. Wir landen aber, wo wir wollen. Also wir müssen nicht zusammen landen oder so. Wer in 3 Runden die meisten Kills hat, gewinnt die Challenge. Und vielleicht kann man das Ganze auch taktisch nutzen, wenn man jetzt selber schon 3 Leute gekillt hat, man sieht, dass Dadosh gestorben ist oder ich gestorben bin, dann kann sich der andere auch gezielt selber sterben lassen. Dann ist die Runde jetzt zu Ende bei einem Squad-Wipe. Also oder man joint bei dem anderen, wenn man stirbt, weil man kann ja respawnen. Und dann kann man ja auch versuchen, die Leute zu töten, die du töten möchtest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Führung bin und ich join dann einfach dir und versuche, die Leute vor dir umzubringen. Ja, also mal schauen, wie wir das gleich taktisch nutzen werden. Die Bestrafung diesmal, will ich das jetzt schon in der Hinsicht sagen, hatten wir letztes Mal aber auch gemacht. Weil die Bestrafung jetzt müsste theoretisch aufgenommen werden, bevor das Video online geht. Sonst kriegen es die Leute ja theoretisch mit. Wir wollen in den Channel auf einen Twitch-Kanal gehen von jemandem, den wir jetzt zum Beispiel kennen. Wer ist jetzt egal. Wir gucken einfach, wer zu dem Zeitpunkt live ist, der hat dann halt Glück. Und dem stellen wir eine Frage, wo eine Zahl zwischen 10 und 20 rauskommt. Und die Anzahl an Subs muss der Verlierer dem dann donaten. Genau. Das heißt, gerade jetzt zu Weihnachten oder im Dezember hat Twitch ja sowieso noch diese Aktion, wo du für Subs giften auch noch Emotes freischalten kannst, auch für den Channel. Das heißt, der Streamer selbst hat irgendwie einen doppelten Nutzen davon. Das ist ganz cool. Deswegen machen wir das. Und wir überlegen uns aber noch in der Zeit, wo wir das jetzt aufnehmen, eine Frage, wo irgendwas Eindeutiges zwischen 10 und 20 rauskommt. Was wir machen könnten, ist, wenn der Streamer falsch antwortet, gehen wir einfach zu einem anderen. Also wenn er nicht zwischen 10 und 20 liegt, dann hat wer anderes die Chance. Das wäre vielleicht ganz lustig. Aber so bekommt auf jeden Fall einer 50 bis 100 Euro. Ja, ist jetzt kein Monte-Wert, aber ich denke, da ist man auch schon ganz happy drüber. Das auf jeden Fall zur Erklärung, relativ simpel. Wir suchen einfach jetzt, das erste können wir eigentlich so schon suchen. Und danach cutten wir die Runden, aber das erste können wir jetzt live suchen. Danach würde ich sagen, warten wir, bis wir... Oh, wir werden auf jeden Fall erstmal Jungle und dann Sirocco kriegen. Es wäre cool, wenn wir alle 3 Maps abwarten würden. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber willst du dich, also du hast ja Push to Talk auch für die Aufnahme, mutest ich, du dich Ich müde mich jetzt. Ja, okay, also, weil ich bleibe einfach ganz normal, weil ich höre ja dann nichts. Und ich habe ja auch kein Push-to-Talk an und so. Okay, dann wir treffen uns erst wieder, wenn die ganze Runde zu Ende ist. Ja, wenn die vorbei ist, genau. Und jeder Kill zählt auch. Auch wenn einer nackig von dem Seil runterspringt und du den killtest, ist das ein Kill. Ja, genau, ja? Jeder also, Kill. Genau. Ja, kein Squad-Wipe und so. Kill ist Kill. Steht's am Ende der Runde nicht immer, ne? Du kannst in der Aufnahme oben die Totenköpfe sehen, wenn es endet. Also selbst wenn du es da nicht mehr siehst. In der Aufnahme würdest du es sehen. Okay. Oben rechts hast du ja deine Kills. Ja, ansonsten einfach kann man ja auch zählen. Also so ist das. Bei dir ist ja, da muss ja nicht. Ach ja, so weit kann ich gar nicht zählen. Ist ja keine Mühe, Mann. So, ich hau jetzt schon ab, damit du meine Strat nicht hörst. Bis später. Hast du Tschüss. Okay. So, ich habe mich gemutet. Will mich hier gar nicht zulabern lassen von Dadosh. Ja, eigentlich mal wieder eine ganz lustige Idee. Ich hoffe, das Ganze kommt auch bei euch an. Wie ich es am Anfang ja schon gesagt hatte, ich bin nicht mal der Meinung, dass wir das in Counter-Strike begrenzen sollten, sondern auch alle möglichen Spiele erweitern können. So ein kleines Battle-Format, Dalukat gegen Dadosh. Das hatten auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben. Und in die Richtung würde ich auch gerne gehen. Ich picke als letztes hier. Der wird doch direkt bei mir picken, oder? Ich picke irgendwo, wo er sich nicht neben mich setzen kann. Ich Village, da sitze ich direkt. Oh, da unten ist Dadosh, alles klar, let's go. Dadosh hat sich erstmal einen Clean Spot gesucht, der ist ja ganz alleine. Ich war kurz auf dem Desktop, um die Vorschau im OBS auszumachen, damit hier alles performant wie möglich läuft, hoffe ich. Ich habe nämlich gerade ein paar Probleme gehabt, aber sollte jetzt easy sein. Oh, an die Stelle erinnere ich mich. Ich glaube, in unserer Danger Zone-Folge, die wir hochgeladen haben, bin ich auch hier gelandet. Das war jetzt aber eher ein Zufall. So, wir haben ein Geschütz, was direkt auf mich zielt.
Hyper Beast, ein Schild. Oh. Wir haben eine doofe Uhrzeit ausgesucht. Okay. Ja, ich weiß. War alles andere als gut. Das Swag nehmen wir auch noch mit. Wir haben einen Kill. Sollte eigentlich auf Respawn Hunting gehen, glaube ich. Muni? Ja, nice. Konnte er natürlich noch nicht mitnehmen. Dadurch ist down gegangen. Jawohl. Ich weiß nicht, ob er Stein gekillt hat. Die Kills unten rechts werden die angezeigt. Ich habe dadurch oben rechts gesagt, aber unten rechts sind sie. Okay, wir haben einen. Dadurch müsste jetzt gleich wieder spawnen. Ja. Er geht noch nicht bei mir runter. Ich bin gerade nicht ready für Counter-Strike. Hat sich gerade spontan ergeben, dass dadurch Zeit hatte. Hat der. Ach, Mist! 44 in 3. Hat sein Mate mich verfolgt, wahrscheinlich. Oh, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich spiele gerade wahrscheinlich den größten Quatsch zusammen. Da hinten ist Dadosh, da werde ich nichts mehr kriegen. Ich gehe jetzt einfach wirklich dahin, wo kein Gegner ist und versuche auf Endgame nochmal zu gehen. Ah, hier war aber wer. Eine Glock gibt's aber wenigstens für mich. Hey, ist okay. Wir starten wenigstens nicht unarmed. Kriegen sogar noch eine andere Piste. Wenn wir... Hat er echt den Respawn abgefangen? Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dash hat 0 Kills, wenn ich das richtig sehe. Selbst wenn meine erste Runde katastrophal läuft, bin ich eigentlich noch im Rennen. Er hat nur eine Glock. Handelt er da... Versucht er da irgendeinen Dude zu hunten? Ah, er hat ein Drohnen-Upgrade. Er sieht zumindest, wo die Drohnen sind. Gehen wir Alpha, das passt nämlich zu mir. Wenn du einmal im Loop hängst, hast du es nicht einfach. Haben wir hier oben eine Waffe übergelassen? Hat Dadosh einen gekillt? Fragen. 1300 Tacken habe ich auch nur. Wie war das hier? Dadosh hat auf jeden Fall einen. Wieder eine richtige Waffe. Ich weiß nicht, ob ich mich sterben lassen sollte jetzt. Oh, lol. Ich war hier noch nie. Was ist das für ein Käse? Sorry, Leute. Was ist das? Das ist schon nice, aber ich werde hier nie wieder runterkommen, Leute. Warum so? Gibt's dafür ein Archiv, wenn ich joke halt die Runde? Ja, okay, das habe ich mir gedacht, zum Glück.
Das ist ein Hebel, ne? Nervig dadurch jetzt. Er hat alles, Alter. Was will die abschießen, ja? Hat er sich bestimmt erschrocken. Was schießt der? Der Penner hat die uns leer geschossen. Yes! Richtiger Kill, Boy! Also gut low geschossen dadurch. Du kleiner Snake, du. Oh, was kommt denn hier? Mini-Shot. Er hat einen M4. Hatte keine Munition. Oh nein! Six enemies remaining. So viel Respawn ist aus. Okay, er ist wieder da, aber die M4 hat er nicht. Ja, ja. Wir hatten nie über Friendly Fire geredet, aber ich glaube, das werden wir nicht machen. Der am Anfang war aus Versehen. Also ich wusste nicht mal, dass es geht, aber... Jetzt will er mir absnacken. Das ist spannender, als ich dachte. Oh, ich glaube, er hat vier, ich habe nur drei. Er hat vier. Oh Mann, ist das ärgerlich. Ja, die dumme Sick. Oh Gott, Dano schwirrt. Wir sehen uns gleich wieder. Lass uns hier kurz das Ende abwarten. Dann gucken wir noch, wie die Ränge waren. Ich habe die Sick wieder hart. Alter, die Sick ist so krass. Hat er gut gemacht, der Ganove. Oh, ja. Ich glaube, ich habe nur drei, ja, ihr werdet vier haben. Leute, bis gleich. So, Runde 2 von 3. Dadosh hat in der ersten Runde 4 Kills geholt. Nix. Dadosh hat in der ersten Runde 4 Kills geholt, ich 3. Ich liege also gerade hinten. Was mich richtig ärgert, weil ich dachte, meine Runde lief nicht so... Okay, ich bin auf diesen dummen Turm geklettert. Das könnte es natürlich schon ein bisschen kritisch gemacht haben. Aber wenn du da oben in der Scout stehst oder so und das Endgame ist, ja schon, warum nicht? Okay, Runde 2 von 3. Let's go. Das war ein guter Swing. Ich
muss halt auch ein bisschen aufpassen, dass Dadosch mich nicht ninjat hier. Da oben ist der Bengel, ja. Komm, geh hoch jetzt. Da muss ich hier rein. Ich brauche eine Waffe. Okay, wir haben 1-3 Cash. Aber das alleine bringt mir ja noch nichts. Katakomben haben mir noch nie Glück gebracht, Leute. Das sollte ich auch kaputt haben können. Okay, dann fliegt das Geld aber weg. Okay, okay. Auch nochmal eine Pistole. Hier war einer. Habe ich direkt mit einer Shotty geholt. Zwei Leute. Oh, ist das ärgerlich, wenn du am Anfang hier keine Waffe findest in dem Modus. Kann ich noch irgendwo landen, wo keiner ist? Picknick. Da waren, da sind die hergekommen. Das wird mein zweiter Tod. Ja, ja. Ich kriege auch nochmal Armor. Ja, die habe ich gesucht. Sind sogar zwei Stück. Also hier könnte ich mir sogar fast aussuchen, was ich will. Ich brauche nur noch eine Pistole, um das nochmal zu öffnen. Da ist ein Gegner oben links. Ich könnte die Runde skippen, indem ich mich jetzt töten lasse. Ist immer noch da, der Dude. Ja, ich werde hier keine Waffe finden. Ach, ärgerlich. Da ist schon wieder ein Messer gefunden. Es läuft gerade einfach... Oh, oh. Er hat aber auch nicht zum Schießen. Ich darf nochmal spawnen, aber will ich das? Die haben hier irgendwas übergelassen. Muss es vielleicht kaufen dann. Da ist eine Box. Oh. Oh, dass man da rauskommt, hätte ich nicht gedacht. Komm, die rote Box gucke ich mir noch an. Das ist eh meine... Komme ich darüber? Ja. Okay, das ist meine letzte Chance jetzt, theoretisch. Mehr will ich nicht kriegen. Also wir haben eine CZ. Wir könnten kaufen eine Bitzen. Armor. Und kein Shield. Aber damit müssen wir halt jetzt ran. Was soll ich machen? Shit. Da war ein Gegner. Der wäre so wichtig gewesen, ey. 88 in 3. Mann, er hat auch nicht gewartet. Warum sollte er warten, ja? Oh, oh. Hat Dadosch einen Kill gemacht? Er hat einen. Er hat einen. Er führt mit 2 Kills. Wir sehen uns in der dritten und finalen Runde wieder. Ich hasse es, in dem Modus ohne Waffen zu spawnen. Also, so ist es, ja. Aber die Waffen sind so selten. Wir haben noch eine Chance. Es wird richtig, richtig schwer, aber 2 Kills ist nicht viel. Also Leute, gleich kommt's drauf an. So Leute, alles oder nichts.
Jetzt letzte Map. Ich lieg zwei Kills hinten. Dadurch will ich mir jetzt am Arsch kleben, das weiß ich schon. Ich würde mich gerne random spawnen lassen, aber dann kriege ich keinen Perk. Ist ja denn, ich darf, er ist schon gespawnt. Ich auch. Und diesmal nehme ich einen Taser mit, um am Anfang eine Waffe zu kriegen. Und ich versuche direkt auf Early Kill zu gehen. Also ich muss ja zwei Kills aufholen. Boah, das ist so schwer. Sorry für die Performance in der letzten. Die war mies. Aber man spielt so anders, wenn es um sowas geht. Man spielt einfach richtig ranzig. So, wir gehen auf jeden Fall runter. Da kriege ich sogar schon eine Pistol umsonst plus eine Chest. Boing, boing, perfekt. Dann hätte ich noch die Armor. Hat mir eh nichts gebracht. Ich muss direkt. Okay. Dann wollen wir mal. Hier hinten war einer. Oh, die Leute sind halt alle auch nicht bad. Das ist alles nur explosive shit. Da liegt die Chest. Nein, das war nicht gut. 50 Schuss. Wichtig. Dadosch, sei mal gestoppt. Muss weiter. Neue Armor. Noch ein. Yes. Six enemies remaining. 14 Schuss, nicht viel. Nein, er hat den. Jetzt bin ich wieder ein hinten. Aber ich darf nochmal spawnen. Das hat er mir geschenkt. Hätte er sich da sterben lassen, hätte er gewonnen. Nehme ich. Die Chance nehme ich. Oh, so ein gutes Comeback. Der. Unten. Unten ist die Waffenkiste. Gehe ich dafür?
schnell wieder hoch. Ich brauche beide. Schon. Komm, holt ihn euch. Ach, er hat den eingekriegt, so eine Kacke. Wir haben zwar das Match gewonnen, aber ich verliere insgesamt. Und ach, ärgerlich. Ich gehe mal direkt mal einen Test, um ihn zu fragen, dass ich mir auch sicher bin. Er müsste 3 Kills haben. Ich hätte die letzten beiden gebraucht und die waren beide nicht gut. Er ist halt komplett lost. Oh. Ah. Wir gehen kurz ins Test. Hey, Dadosch, Aufnahme läuft noch. Ja, bei mir auch. Wie viel hattest du noch? Ich hatte mit 2 Kills gewonnen am Ende. Nee, wie viele Kills hast du jetzt? 3 insgesamt. Ja, ich hatte 4, das heißt, du hast mit einem gewonnen. Ah, mit einem habe ich gewonnen. Okay, der letzte war der wichtige. Ich hätte die letzten beiden gebraucht, dann hätte ich es gehabt. Achso, ich dachte, die letzten beiden wären Gleichstand gewesen, dann habe ich mich verletzt. Ja, dann wäre Gleichstand gewesen, aber das hat mir schon mal gereicht. Ja, auf jeden Fall. Alter, war doch echt spannend, ey. Ich musste dir echt hinterherlaufen am Ende. Wusste nicht, ob das die richtige Strat ist, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist es klüger, wenn ich jetzt auf einfach safe noch ein, zwei Kills hole. Hast du die Flash am Ende abbekommen? Nee. Ich wollte dich flashen, als du gegen die beiden gekämpft hast, um mir die zu holen. Die beiden waren auch lost. Das ist so, die letzten beiden waren halt auch einfach. Das war echt gut. Okay, nice. Die zweite Challenge, die habe ich jetzt geschafft. Ja. Aber auch die war wieder extrem knapp und spannend, muss man sagen. Das zweite Match habe ich halt geschockt. Ja. Das war ich komplett verschissen. Da hätte ich mir einen richtigen Puffer aufbauen können, aber ich habe auch verkackt. Also das Video selbst wird zwar jetzt schon aufgenommen, bevor ihr das hier seht, aber die Auflösung kommt dann bei dem nächsten Challenge-Video vorne dran. Also wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir uns dann wieder was anderes einfallen lassen. Yeah. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht auf jeden Fall zu Dadosch und liked auch Dadoschs Video oder schaut auch seine Sicht gerne auch parallel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.